Shalom, Shalom. Ja, ich vertraue, dass diese nächste Botschaft über Glauben bei dir was freisetzt. Denn ihr Lieben, es geht um Glauben. Das ist der Baum des Lebens und Gott möchte, dass wir vom Baum des Lebens leben, nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und wenn du vom Baum des Lebens lebst, dann wird er dir alle Offenbarungen geben, die du brauchst, zur richtigen Zeit. Und heute möchte ich sprechen über diese Heilung des Fallsüchtigen. Und da haben sie dem Herrn Jesus einen Jungen gebracht, der einen stummen Geist hatte. Und der wurde extrem gequält von diesem Geist. Ihr könnt es lesen in Markus 9, vom Vers 14 an. Und das Letzte, aber da spricht der Herr Jesus im Vers 23. Jesus sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Zugleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und der Junge wurde frei. Also es gibt Unglauben und es gibt Glauben. Und wisst ihr, manche sagen, Glauben heißt nichts wissen. Und dann sagen wir noch, verwenden wir das Wort noch so, ja, ich glaube, morgen wird es schön. Was wollen wir eigentlich sagen? Ich bin mir nicht sicher. Und diese Bedeutung haben wir auch auf das Wort Glauben übertragen. Und wie ich in Amerika gelebt habe, hat ein Pastor mal erkannt, dass ich auch ein sehr wackeliges Verhältnis hatte mit dem Wort Glauben. Und dann hat er mir folgende Geschichte erzählt. In New York hat ein Seiltänzer zwischen zwei Hochhäusern weit oben ein Seil gespannt und hat die ganze Woche trainiert für seine Samstagabendvorstellung. Ein Pensionist, der Zeit hatte, schaute ihm zu und ging am Donnerstagabend dorthin, wo der Seiltänzer herauskam und sagt, also ich habe Sie jetzt die ganze Woche beobachtet, Sie sind auf dem Seil sicherer wie ich auf der Straße. Ich finde das einmalig, was Sie machen. Sie werden eine fantastische Vorstellung haben. Darauf sagt der Seiltänzer, danke. Ich habe mir heute überlegt, ich würde da gerne am Samstag einen Schubkarren über dieses Seil schieben. Würden Sie sich hineinsetzen? Entsetzt, sagte der Pensionist, nein, 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 danke, danke, und verschwand. Am Samstagabend hat der Seiltänzer einen Schubkarren über dieses Seil geschoben. Darin saß ein junger Mann. Der Seiltänzer hat fast einen Herzinfarkt gehabt, nur beim Zuschauen. Und er lief dann dorthin, wo das Ende des Seils, der unwahrscheinlichen Vorstellung war, und sah den jungen Mann da heraussteigen und sagt, hast du nicht Angst gehabt? Sagt er, nein, überhaupt nicht. Dann sagt er, ja, wieso denn nicht? Er sagt, das war ja mein Papa. Ihr Lieben, nur wenn wir Gott total vertrauen, und das können wir nur, wenn wir wissen, wie gut er ist, wie liebevoll, dass er bereits das Allerliebste gegeben hat, Jesus Christus, für dich und für mich, damit wir Leben haben. Dann wird die herauskommen aus allen Flüchen, aus allen Schmerzen, aus allen negativen Erfahrungen hinein in ein Leben der Freude, des Friedens, des Glaubens. Im Galaterbrief 3, 10 bis 14 lesen wir, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes.
indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Und da möchte ich jetzt wirklich betonen, dass wir in einer Zeit leben, wo wir ohne Glauben nicht durchkommen. Und da möchte ich jetzt eine Schriftstelle vorlesen, die habe ich schon erzählt, dass ich bei einem Rabbiner war, eingeladen war, und der uns erzählt hat, dass die Juden geglaubt haben bisher, dass die Tora die höchste Offenbarung Gottes ist. Und dann hat er gesagt, aber jetzt glauben wir, dass wir vor einer neuen Dimension stehen. Und er hat gesagt, dass bisher glaubten wir Juden, dass die Tora, das geschriebene Wort Gottes, die höchste Offenbarung Gottes ist. Aber wir spüren, dass wir vor einer Dimension stehen, die darüber steht. Wir wissen noch nicht, was es ist, aber wir wissen, es kommt was Neues, eine neue Offenbarung. Und ich hatte gerade das Buch auf Englisch, Come into Your Destiny, in meiner Tasche, und da sagt der Herr zu mir, nimm das Buch heraus und lies die erste Schriftstelle, die dort steht. Ich hatte keine Ahnung mehr, was die erste Schriftstelle war. Die erste Schriftstelle war im 2. Korinther 3, 6. Fange ich ganz vorne an, und da heißt es schon im 4, 5. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und dann in Vers 7, wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest an das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Wie wird denn vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht, wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Ihr Lieben, Gott möchte zu uns sprechen durch seinen Heiligen Geist. Er möchte uns führen durch seinen Heiligen Geist. Und ich garantiere dir, wenn du dich auf so ein Leben einlässt, dich von Gott führen zu lassen, durch seinen Geist, dann wirst du selbst vom Staunen nicht herauskommen. Du wirst genauso staunen wie alle anderen Menschen, die dein Leben beobachten. Gott möchte uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen. Ja, und im Hebräer 11,1, was ist der Glaube? Da heißt es, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Im Hebräer 11,6, ohne Glauben aber ist es nicht möglich oder unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe bei dem Seiltänzer, der Pensionist hat den Jungen gefragt, du, hast du keine Angst gehabt? Sagt er, nein. Sagt er, warum nicht? Das war doch mein Papa. Und das ist es, ihr Lieben. Wie viel Vertrauen hast du in Gott? Denn das wird deinen Glauben bestimmen. Römer 10, 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und drum, ihr Lieben, rate ich euch, wenn du zu wenig Glauben hast, fang an, die Bibel laut dir vorzulesen.
Und jedes Mal, wenn du spürst, da bewegt sich was, entweder im Herzen oder in der Bibel selber, dann manchmal fangen bei mir die Buchstaben an zu flimmern auf der Seite, dann weiß ich, das ist das Wort, das Gott für mich heute hat. Und zwar wurde da ein Logos zu einem Rhema, ein geschriebenes Wort zu einem lebendigen Wort. Im Hebräer 6,12, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Wisst ihr, im Hebräerbrief, da sehen wir, ich nenne sie die Galerie der Helden, die Heldengalerie, die ganzen Menschen, die durch Glauben Gott verherrlicht haben, die nicht durch Misstrauen, durch Angst, durch Bitterkeit, durch Unglauben sich treiben ließen, sondern Gott vertraut haben. Das, was er sagt, ist Realität. Ich habe sogar mit Gott einen Bund geschlossen und gesagt, Vater, ich lese die Bibel und ich werde alles glauben, was du sagst. Es steht in der Bibel, dass Jonas nicht nach Ninive wollte und dann wurde er von einem Wal verschluckt. Der war natürlich im Auftrag Gottes gehandelt, ja. Ich habe gesagt, selbst wenn es heißen würde, dass der Jonas den Wal verschluckt hat, ich glaube es. Das Rest ist dein Problem. Ich werde dich nicht in Frage stellen, sondern ich nehme dich beim Wort. Und ihr Lieben, das hat unwahrscheinliche Auswirkungen. Zum Beispiel glaube ich von ganzem Herzen, dass alles, was Gott mir als Auftrag gibt zu tun, er auch dann vollendet und auch bezahlt. Und da geht es manchmal um Millionenbeträge. Aber sage immer, Papa, für mich ist alles unmöglich in meiner Kraft. Aber für dich ist nichts unmöglich. Du verfügst über allen Reichtum dieser Welt. Ja, und ausharren, das heißt glauben. Glauben, glauben. Wenn ich mir denke, der Noah, 100 Jahre hat der Gott geglaubt. Ohne Regen zu sehen. Damals war noch eine riesen Wasserschicht um die Erde herum. Da war nur Tau dauernd. Es war wie ein tropisches Klima. Und er hat gebaut und gebaut und gebaut. Und er wurde gerettet. Im Römer 4,17, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Ja, ihr Lieben, wenn ich mir vorstelle, der Abraham. Jahrzehntelang wartet er auf den verheißenen Sohn. Nichts geschieht. Und die Sarah, wisst ihr, wir Frauen müssen aufpassen manchmal, dass wir nicht den falschen Rat den Männern geben. Die Sarah hat gesagt, vielleicht will Gott, dass wir ihm helfen. Und in ihrer Tradition war es möglich, dass der Herr, also dein Mann mit deiner Dienerin schläft und er begattet sie, während sie auf dem Schoß der Frau sitzt. Und dann dieses Kind auch gebiert auf ihrem Schoß. Und dieses Kind wurde als das Kind der Herrin betrachtet. Und das hat jetzt die Sarah in Anspruch genommen und hat es ihrem Mann vorgeschlagen und er hat es gemacht. Und da ist der Ismael entstanden. Und den hat Abraham geliebt, wie seinen eigenen Sohn. Gott braucht unsere Mithilfe nicht. Dieser Sohn wurde zum großen Problem, bis zum heutigen Tage noch. Denn er war nicht der Sohn der Verheißung, sondern der Sohn des Fleisches. Und dann muss er ihn wegschicken. Und das war für den Abraham eine ganz schmerzhafte Erfahrung. Denn diesen Sohn hat er geliebt. Aber Gott hat auch Verheißungen gegeben, dass dieser Sohn gesegnet wird. Und er ist sehr gesegnet worden. Es ist der Urvater der Araber. Und dann die
Sarah war schon 90 Jahre, ihr Mann 99 Jahre. Und dann kommt Gott und verheißt ihnen den Sohn. Den Sohn der Verheißung. Ja, die Sarah hat herzhaft gelacht, wurde auch dann gerügt. Aber ihr Lieben, das kann man verstehen, oder? Da war nämlich kein Funken Glaube mehr, dass wirklich sie noch fähig ist, ein Kind zu gebären. Aber es kam. In einem Jahr später kam dieses Kind. Und dann waren wieder, das war schon ein Teenager, der Isaac. Und dann kommt Gott und prüft den Abraham noch einmal. Und sagt ihm, er soll dieses Kind opfern. Dieses Kind, an das alle Verheißungen gebunden waren. Und wie sie auf diesen Berg hinauf sind, Moria, es wird sogar vermutet, dass das der Berg ist, wo Jesus gekreuzigt wurde. Wie sie da hinaufgegangen sind, hat sogar Isaac das Holz getragen, auf dem er verbrannt werden sollte. Und der Isaac hatte eine Beziehung zu seinem Vater des vollen Vertrauens. Er hätte rebellieren können. Und er hat gesagt, Wo das Opferlamm ist. Abraham hat gesagt, Gott wird dafür sorgen. Und er war wirklich bereit, dieses Kind zu opfern. Und Gott wollte nur die tiefste Bereitschaft erkennen von diesem Abraham. Und als Abraham das Messer gezückt, der Isaac war gebunden an dieses Holz schon, der wusste genau, um was es geht. Und er war dem Vater gehorsam. Und als der Vater dann das Messer zückte und zuschlagen wollte, hat Gott gesagt, nein, stopp, ich habe deinen Glauben gesehen und deinen Gehorsam. Denn Abraham hat geglaubt, selbst wenn er das Kind tötet, Gott wird es wieder zum Leben bringen, denn an dieses Kind sind alle Verheißungen gebunden. Und wisst ihr, nach dieser Erfahrung wurde der Abraham Freund Gottes genannt, weil er bereit war, das Allerliebste zu geben. Und ihr Lieben, die Nachfolge Jesu wird dich alles kosten. Gott möchte keine Konkurrenz haben in seiner Liebe, in deiner Liebe zu ihm. Aber er wird alles zum Besten wenden. Im Markus Evangelium 11, 22 bis 24. Ja, übrigens, Gott hat, nachdem er gesagt hat, nein, töte dein Kind nicht, hat er das Opferlamm selbst gebracht. Ein Schaf war im Dickicht gefangen und das wurde dann geschlachtet. Und wisst ihr, das ist für mich so eine unwahrscheinliche Freude, dass ich wäre auch bereit, für Afrika zu sterben, damit Afrika endlich in diese begnadete Situation kommt, die Gott bestimmt hat für Afrika. Aber der Herr hat gesagt, Maria, ich bin schon gestorben. Sie müssen nur mich erkennen. Sie müssen mich annehmen, mir vertrauen, mir glauben und nicht mehr ihre Quelle des Lebens, ihre Quelle des Schutzes, ihre Quelle des Reichtums woanders suchen. Afrika ist der Kontinent, den ich den Afrikanern gegeben habe. Und wenn sie auf mich schauen, auf Gott, auf Afrika und wenn sie besonders gesegnet werden wollen, auf Israel, dann werde ich sie hineinführen in die Berufung, die ich schon jahrzehntelang für sie vorbereitet habe. Denn bisher waren sie die Letzten auf der Welt, aber die Letzten werden die Ersten sein. Ja, also im Markus-Evangelium 11, 22 bis 24, da lesen wir, und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr euch auch betet und bittet, glaubt,
dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. In Apostelgeschichte 14, 8 bis 10, und ein Mann in Lystra saß, lag kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden, als er ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Im 1. Johannes 5, 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Markus 9, 23, Jesus aber sprach zu ihnen, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und dein Glaube wird so stark sein und so tief sein und so solche Auswirkungen haben, nämlich es ist nicht unser Glaube, sondern in den wir glauben. Wir haben groß in unserer Community Hall stehen, wir brauchen nicht großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Und das erbitte ich für dich. Das erbitte ich jetzt für alle Menschen, die bisher sich auf ihre eigenen Sicherheiten verlassen haben. Und dieser Coronavirus hat da uns die Augen geöffnet, dass alles, was wir uns selbst schaffen, nichts bringt. Letztendlich nur unser Vertrauen in Gott. Wenn ich mir nur denke oder mich daran erinnere, dass wir in Uganda, obwohl wir überhaupt nicht prahlen können mit großen medizinischen Krankenhäusern, wir strengen uns an, wir bauen neue Krankenhäuser und es ist viel geschehen, aber verglichen zu den Krankenhäusern in Europa, in Amerika, können wir nie konkurrieren. Haben wir bisher und wird auch dabei bleiben, keinen einzigen Todesfall wegen Corona. Es sind viele gekommen aus dem Ausland, also auch LKW-Fahrer und Leute aus den arabischen Ländern und aus China. Aber die sind alle in Quarantäne gekommen, alle geheilt entlassen und kein einziger ist gestorben. Weil wir Vertrauen haben, nicht in unsere medizinische Tüchtigkeit, sondern in den Gott, der heilt, Jehova Rapha. Der Herr segne dich, ermutige dich und stärke dich. In Jesu Namen segne ich dich mit einem Glauben an den großen Gott, der in Jesus Christus für uns alles wieder zurückerworben hat, was Adam und Eva verspielt haben im Paradies. Und der am Kreuz sagen konnte, es ist vollbracht. Wir dürfen durchbrechen in ein Leben aus dem Glauben. In einem Leben, das wir genießen vom Baum des Lebens. Ich vertraue, dass du nicht dich gedanklich vergewaltigst, sondern einfach sagst, Herr, ich werde jetzt deinem Wort und dir mehr Bedeutung schenken, mehr Vertrauen schenken, als allen meinen bisherigen Erfahrungen. Darum bitte ich den Herrn, in Jesu Namen. Amen.